Wir sind zurück im Wald hier beim Landwirtschaftsmodell 2015 mit der Forstwirtschaft. Der nächste Part, Spieldiagnose, mit dabei ist der Frevel. Moin Moin! Und der Kim Jong Flo ist natürlich auch immer, wie immer mit dabei. Und in dieser Folge hexen wir ein bisschen und machen noch ein bisschen was mit dem Scorpion King. Aber der Frevel schmeißt hier schon das ganze Holz hier direkt vor meine Füße. Wie ich gerade sehe. Man muss ein bisschen schneller arbeiten, ist viel zu viel da. Ja. Ich arbeite schon so schnell ich kann. Es gibt Ende Jahr keine Gehaltserhöhung. Welches Gehalt? Ich habe bei mir auf sind genau null. Sehe ich hier gerade, wenn ich jetzt hier oben rechts auf mein Display gucke. So, und wie immer, wir haben immer noch keine Krankamera für den Jens hier, aber das macht ja auch nichts. Der Jens spielt halt nicht gerne mit Krankamera. Ja. Jetzt hast du deine erste Gehaltserhöhung. Ja? Nee. Das ist keine 10.000 Dollar? Nein, habe ich nicht. Ah, so, jetzt oder? Jetzt habe ich 10.000. Ja. Juhu! Endlich Geld, was ich ausgeben kann. Kann ich heute Abend in der Kneipe ein bisschen versaufen, das ganze Geld. Du weißt, du musst morgen wieder um 5 dastehen im Wald. Ja, das kriege ich hin. Ich muss nur da stehen, ne? Von arbeiten war ja keine Rede. Also stehen kann ich auch im besoffenen Zustand ganz gut. Aber ohne Wand nebendran. Nehme ich am Baum dann ran, das geht ja auch. Ja. Aber Kettensäge kann ich auch im Vollrausch auch bedienen. Oh, können sogar zwei? Das ist ja witzig, ja. Ah, jetzt ist mein Baum aber zu Ende. Nee, du meinst, dein Kran ist zu Ende, ne? Mein Baum ist zu Ende. Ja, dein Baum ist zu Ende, ja. Du bist ja noch verstrahlter als ich, ey. Ah ja, da steht er. Ja, das leuchten tue ich aber noch nicht. So. Dann schmeiß mal rein die Kiste da. Nein! Ja, siehst du? Deswegen, deswegen muss ich wohl die Fräse hier bedienen. Den Häcksler. So. Zack. Was ich noch cool abfinden würde, dass es so eine Art Snowmod gibt. Ja. Wo du auch Schnee schieben kannst, auch mit den richtig geilen Partikeln. Ja, nicht einfach nur, wo einfach eine weiße Textur drüber ist, sondern wo du auch wirklich Schnee schieben musst und nachher auch was siehst, was du gemacht hast. Ja, wir sind ja hier. Bjornholm ist ja eine skandinavische Map, also eigentlich wäre es ja, es schneit ja manchmal auch, nur bleibt der Schnee halt nicht liegen. Das ist halt also ein bisschen der Nachteil. Es gab im LS13 gab es diesen Schneemod. Ja, davon habe ich was gehört. Selber gespielt habe ich es zwar noch nie. Nee, ich hab mal ein paar Videos gesehen von so ein paar verrückten Briten oder so. Okay. War auch sehr unterhaltsam, aber... Na, hallo? Ja, lieber ein bisschen weg. So. Ja. Ja, zieh den hier rein. Wow, das mit dem Tisch... Also wir haben jetzt hier diesen... Ich zeige ihn mal eben kurz im Menü. Und zwar haben wir ihn hier beim Mods. Und dann haben wir hier den Jens Version 1.0. Und der zieht sich die Stämme mit einem verlängerten Tisch ganz easy going einfach rein hier. Zack, zack, zack. Und dann kann man schön... die Hackschnitze verkaufen. Es geht einfach 100-mal einfacher. Ja, definitiv. Also mit ein bisschen Übung ist dann auch stressfrei. Kim Jong Flo proofed ist das. So, die nächsten Stamm. Ich glaube, der Hänger ist aber gleich voll. So, gucken wir mal. 96 aus der Bump und wird gerade noch so knapp reinpasst. Oh, ich glaube, der passt nicht ganz rein. Kann ich jetzt. Würde ich fast drauf wetten, dass der nicht ganz reinpassen wird. Ja. Warte. Mir ist gerade draufgelegt. Ich finde, das Holz hat da viel zu viel Volumen. Ja. Für die Geschwindigkeit, wo du es abernten wirst. Definitiv, ja. So, warte mal. Zack. Da kannst du, glaube ich, drauflegen. Kannst drauflegen. 98 schon. 99. Voll, okay. Ja, warte, dann mache ich den Hexer mal kurz aus. Und dann könnte ich das eben mal wegfahren hier. Beziehungsweise wir haben ja zwei volle, ne? Der andere ist auch voll, oder? Nein. Ich kann dir den schnell hinstellen, machen wir den auch noch schnell voll. Ja, und dann fahren wir gleich mal weg. Du stellst ihn hin, okay. Ich stelle ihn schon, ja. Kannst du mal ein Stück wegfahren, nochmal den LKW? Ah. Oh. Ja. Sonst muss ich ihn wegdrücken. Und gehen die Maschinen. Nein, das gibt. Genau. Darauf warte ich eigentlich auch noch, bis es mal ein Schadensmodell gibt. Ja, das wäre.
Das wäre ganz schön. Es gibt halt viele, viele Sachen, die einfach noch so ein bisschen fehlen. So. Aber ich finde immer noch, wenn man LS 15 oder allgemein LS mit anderen Farming-Simulatoren vergleicht, ist es immer noch ein Hammer-Game. Trotzdem. Ja, definitiv. Nämlich, wenn man vergleicht Bus-Simulator oder sonstige Simulatoren, also sorry, die sind für einen Schrott. Alleine der Grafik halber. Der OMSI ist aber ganz gut gewesen. Den habe ich selbst noch nie geschaut. Siehst du? Wird Zeit. Aber jetzt ein Bus-Simulator oder sonst irgendwas, finde ich jetzt, ich kann es überhaupt nicht vergleichen. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein riesiger Unterschied. Nee, das stimmt. Also ich sag, der OMSI oder OMSI 2, ich weiß nicht, ob es davon schon einen zweiten Teil gibt, der ist extrem gut. Der ist auch wirklich sehr, sehr realistisch. Der ist eigentlich ein sehr guter Bus-Simulator. Okay. Aber der findet eigentlich, was kostet LS15 bei Steam 30 Euro? Oder wenn man es auf einer externen Keyseite kauft, zwischen 20 und 30 Euro? Ja. Also echt, der Preis-Leistungs-Verhältnis, trotz des Bugs kann ich nur, ist ein Hammer-Game. Ja, definitiv. Ist ja auch eines der meistverkauften Spiele dieses Jahr, also. Ja, bei mir, ich komme ja aus der Schweiz, und da in der 20. das ist so eine Zeitung kostenlos, die liegt überall an den Tramhaltestellen, Busstationen am Morgen. Habe ich da mal reingeguckt. Dann stand da ein Artikel über Call of Duty, das Advanced Warfare, das neue, wo rauskam, und LS15. LS15 wurde dreimal so viel verkauft. Ja, kann man mal sehen, was bei euch in der Schweiz alles los ist, ja. Aber ich glaube, wenn man bedenkt den Preis. Ja. Ja, aber wer Advanced Warfare würde es weniger kosten, also nicht 50 Euro, dann würden die es bestimmt auch mehr verkaufen. Also würde ich kostet doch fast 60 Euro oder 50? Ja. Ja. Oh, ich glaube, unser Ding ist voll. Warte mal. Na. Ah, nee, hat er gerade noch gezogen. Ah, 97%, okay. Entschuldigung, ich mache die Hexe mal wieder an hier. Ja, wir suchen auch immer noch nach einem Manual Ignition, also nach einer manuellen Entzündung, nach einem Mod. Ist aber noch keinen passenden gefunden. Ja, dann kann man die Hexer wenigstens mal anlassen, einfach. Ohne, dass jemand drin sitzt. Ohne, dass jemand drin sitzt, genau. Aber ich glaube, kannst du mal bitte kurz... Wobei, ne, er zieht noch. Ja. Er zieht, glaube ich, auch noch, wenn er voll ist, wenn es mich nicht täuscht. Ja? Guck mal bitte, ob er voll ist jetzt. Warte. Juppe, voll. Okay, sehr schön dann. Nimmst du den oder willst du den? Ja, ich nehm den. So, die Spiegel müssen wir auch nochmal irgendwo verstellen können. Das wäre auch nochmal schön. Aber ich bin schon erfreut, dass sie überhaupt funktionieren. Ja, das definitiv. Obwohl das manchmal mal extrem beschissen eingestellt sind. Die sind extrem. Oh, jetzt habe ich meinen Hänger. Ein bisschen. Beim Teleskoplader zum Beispiel siehst du ja gar nichts. Nee. Das siehst du den Boden. Beim New Holland siehst du auch nicht viel. Beim LKW funktionieren sie jetzt, zumindest der linke. Doch, der rechte funktioniert auch einwandfrei. Ja, der rechte bei mir, ich sehe... Na, wobei, wenn ich gerade stehe... Ja, doch, geht er auch. Ja. So, dann fahren wir einfach mal los hier. Und bitte mit Blinker, ne? Den nie vergessen, den Blinker hier. Da ist, glaube ich, mal ein Baumast dagegen gefallen. Ein Baum ist gegen einen Blinker gefallen? Ja, hat der keine Schutzvorrichtungen dran. So, bitte nicht über die Felder kreuzen und querfahren, ne? Wir wollen hier schön ordnungsgemäß... Ah, ich muss rechts abbiegen, okay. Das ist gut zu wissen. Ja, dann Warnblinker, dann kannst du in beide Richtungen. Ja, toll. Darf ich mir aussuchen, wo ich hinfahre? Ja. Das habe ich mal bei irgendeinem Truck-Simulator. Das war, glaube ich, kein Simulator, aber jedenfalls ein Truck-Spiel. Ja. Mitten in der Spur gefahren, Warnblinker an. Es hat dich einfach keiner überholt. Okay. Also das war, ich glaube, jetzt auch schon wieder 4-5 Jahre her. Ach Gott, oh Gott. Ja. Ja, Zeit, die rennt. Ja, das stimmt. Oh. Aber wenn man früher noch denkt, Simulator, das Wort, da gab es noch gar kein Spiel dazu irgendwie. Da hast du noch was. Nur was waren früher die Games? Der Flugsimulator war früher. Ach, stimmt. Von Microsoft. Ich habe sogar noch einen Joystick von Microsoft neben mir stehen. Okay. Das wäre auch schon über 6-7 Jahre her. Der habe ich noch von meinem großen Bruder. Ja. Musst du nach? Ja, ich komme nach. Ich hänge nur ein bisschen. Ich bin gerade mal gegen die Laterne gefahren hier so ein bisschen. Ja.
Aber ich komme den Berg auch nicht so schnell hoch wie du. Ich habe ja nur einen LKW hier. Einen LKW sag ich schon. Einen Traktor. So. Also wir fahren jetzt zum Biomasse-Heizwerk. Das ist auch gleich schon da. Der ist direkt neben dem Shop. Dort können wir den ganzen Krempel abladen und dafür ein bisschen Kohle kassieren. So, da sind wir auch schon. Hier auf der linken Seite da hinten ist der Shop. So, jetzt schön rein. Zum Glück kann ich so gut rückwärts fahren mit dem Dolly. Ich weiß schon, warum ich mit dem Dolly fahren muss. Du kannst nämlich genauso wenig rückwärts fahren. Sieht man ja, wie du hier... Oh, ich krieg auch Geld dafür. Schön. Echt? Ja. Ja, also okay. Du hast ja geteilte Konten angemacht jetzt. Alles wird dann gesplittet durch alle, oder? Ja. Okay. Also wenn du willst, kann ich den dir auch mit dem LKW schnell hinstellen. Nö. Bisschen Arbeit muss ich auch. Ehrgeiz. Immer, ja. Das heißt ja wieder, ich arbeite nicht. Jetzt kann man ja die Trucks hier betanken. So, jetzt muss ich trotzdem einmal rausspringen hier. Bleiben die Warnblinker und so eigentlich an? Nein. Die Warnblinker? Nee, die bleiben nicht an. Achtung, der knickt ein. Ja. Dann muss man hier hinten drauf. Das wird ein bisschen knapp. Ja. So. Ah, Mist, schon wieder. Ich hasse diese Dollys, ey. Schon ja, Knicklenker oder wie man der Fachausdruck ist, hasse ich selber auch. Man muss einfach schön gerade hinfahren und nachher ganz viel Zeit lassen dabei. Aber jetzt sieht gut aus. Ah, ich kann auch entladen. Ja. Zwar ist die Hälfte daneben, aber. So. Sehr schön. Wir hatten 10.000 und jetzt zwei volle Anhänger haben. Wir spielen ja auch, aber auch auf schwer. Ah, okay. Ja, 32.000 habe ich jetzt. Das heißt, 22.000 haben wir bekommen. Also zwei. Mal zwei sind 44.000. Das bekommst du doch für einen Baum, wenn du es auf einfach spielst. Ja. Ja. Hier haben wir schon richtig Arbeit jetzt reingesteckt. Ja, dann fahren wir nochmal. Ja, vor allem, wenn man denkt über Maschinen, was die kosten. Ja, das stimmt. Aber für einen Baum gibt es aktuell, wenn du einen ganzen Baum irgendwo verkaufst, das gibt einfach aktuell viel zu viel Kohle dafür. Das ist unnormal, was du dafür bekommst. Ja, dann fahren wir nochmal eben zurück zum Wald. Was ich mir noch sehr gewünscht hätte bei Alice: 15 ein dynamisches Fahrsilo. So, dass man auch einsinken kann. Und so, dass man das ein bisschen einnullen kann. Ja, so wie bei Spin Tires im Spiel, ne? Genau. Ja. Weil ich finde einfach zum Beispiel das Game Spin Tires haben sie super umgesetzt. Ja. Also so ein Game, von dem habe ich selber schon lange geträumt. Ja. Definitiv. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, hier zur Forstwirtschaft, dann liked es. Abonniert uns gerne und auch ein paar nette Kommentare. Da freuen wir uns auch mal drüber. Na, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao.